Wie hältst du es mit der AfD? Eine Frage, der sich die anderen Parteien stellen müssen angesichts eines super Wahljahres. Allein drei Landtagswahlen, Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und eine Bundestagswahl stehen 2017 auf dem Programm. Also wie umgehen mit der AfD? Ignorieren, kooperieren, klare Kante zeigen? Erik Behres, Wantje Hirsch und Heiner Hoffmann haben sich mal in der CDU umgesehen. Eigentlich schien da mit Blick auf die AfD alles klar. Eigentlich. Wir haben einen klaren Beschluss, dass wir mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Wir koalieren nicht, wir kooperieren nicht. Eine rechtsextreme Partei zieht in die Landtage ein. Die AfD eine rechtsextreme Partei, Zusammenarbeit ausgeschlossen. So sehen es der CDU-Generalsekretär und die Parteispitze. Doch sehen das alle so in der Union? Berliner Abgeordnetenhaus vergangenen Donnerstag. Die AfD ist hier mit 24 Abgeordneten vertreten. Nur ein paar Stühle weiter die CDU-Fraktion. Wie denkt man hier über die AfD? Halten Sie die AfD für eine rechtsextreme Partei? Wer definiert das schon? Also ich kenne auch nicht mal alle Kollegen. Also ich denke, es ist eine demokratisch gewählte Partei. Letztendlich muss man an der Sache orientiert bleiben. Die AfD will an diesem Tag die Vollverschleierung verbieten lassen. Genau das hatte auch die Berliner CDU im Wahlkampf propagiert. Die beiden Parteien setzen auf ähnliche Themen. Ein Anknüpfungspunkt für Zusammenarbeit? Die AfD ist auch eine Fraktion von sechs in diesem Hause und deren Anträge werden wir genauso prüfen und auch konstruktiv und tatsächlich auch nach den Argumenten abwägen. Und dann auch gegebenenfalls mit der AfD stimmen? Nun, das wird sich dann zeigen, inwiefern hier ein gemeinsames Stimmverhalten sich dann ergibt. Hört sich also schon etwas anders an als an der CDU-Parteispitze. Und sie denkt längst weiter. Saskia Ludwig, CDU-Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Auch sie findet, dass die AfD keine rechtsextreme Partei ist, zeigt sich im Interview mit einem Lokalsender offen für Gespräche. Grundsätzlich halte ich es für falsch, auszugrenzen, in jeder Art und Weise. Anfang dieses Jahres besucht sie einen AfD-Neujahrsempfang. Kurz darauf spricht sie auf einer Veranstaltung eines AfD-Landtagsabgeordneten. Die AfD verbreitet das auf ihrem YouTube-Kanal. Nach der großen Politik befragt, teilt Saskia Ludwig weitestgehend die Positionen der AfD. Diese Aussage treffe nicht zu, lässt uns die CDU-Abgeordnete mitteilen. Von der CDU-Basis wurde sie inzwischen zur Direktkandidatin für die Bundestagswahl gekürt. Ist eine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD also reine Fiktion? Unsere Recherchen ergeben, in lockerer Runde wird sich offenbar bereits an verschiedenen Orten fleißig vernetzt. Einer dieser Netzwerker ist der Dresdner Anwalt Maximilian Krah. Bis vor wenigen Monaten CDU-Mitglied, jetzt AfD. Mit einem Internetportal gibt er enttäuschten CDU-Mitgliedern Raum, die öffentlich ihren Parteiaustritt erklären. Er hat auch schon Runden mitorganisiert, auf der er mit einem AfD-Kreisvorsitzenden und einem CDU-Funktionär diskutierte. Das Ergebnis war, dass eigentlich jeder sagt, es geht so nicht weiter. Ich muss jetzt auch mal was tun und lass uns anfangen. Wir können ja anfangen, Veranstaltungen zu organisieren, wir können Plakate drucken, wir können im Internet aktiv sein. Die Idee, CDU und AfD näher zusammenzubringen, das soll nun bundesweit passieren durch einen Verein und mit ihm an der Spitze. David Bendels war bis Juni CSU-Mitglied, dann wurde ihm die Partei zu links, sagt er. Jetzt ist er Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. Der wird durch anonyme Großspender unterstützt und finanziert teure Wahlkampfzeitungen und Plakatkampagnen zugunsten der AfD. Doch künftig soll das Geld nicht nur der AfD nutzen. Es soll Stipendienprogramme geben, es soll Vortragsreihen geben. Wir werden konservativ-bürgerliche Kräfte fördern, sei es in der AfD, sei es in der CDU. Beispiel eine Dampferfahrt auf der Spree vor einigen Wochen. Redner hier, der ehemalige Präsident Tschechiens, Václav Klaus. Im Gespräch mit Bendels, zwei Mitarbeiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten. Gerne hätten wir mit ihnen darüber gesprochen, doch sie geben kein Interview. Es gelingt uns, mit zwei anderen Unionsinsidern zu sprechen. Sie bestätigen die Annäherungsversuche, wollen anonym bleiben.
Es gibt die Tendenz, über gewisse Gesprächszirkel eine Basis zu schaffen, wie wir es früher mal hatten, zwischen Schwarz und Grün mit einer Pizza-Connection. Jetzt versuchen diese Leute dort Gespräche zwischen Schwarz und Blau zu machen. Die AfD versucht gerade massiv, Mitarbeiter von CDU-Abgeordneten abzuwerben. Ich habe selbst ein lukratives Angebot bekommen, aber abgelehnt. Von anderen weiß ich, dass sie weniger abgeneigt sind. Was sagt die CDU-Parteispitze dazu? Sie schreibt uns, sie habe keine Kenntnis von geheimen Vernetzungsrunden, warnt aber ihre Mitglieder vor dem AfD-nahen Unterstützerverein. Fazit: Auftritt einer CDU-Politikerin beim AfD-Landtagskollegen, inoffizielle schwarz-blaue Gesprächszirkel. Auf beiden Seiten gibt es bereits deutliche Annäherungsversuche.